Herzlichen Glückwunsch zum Herrentag, lieber Matze. Ja, ja. Und gute Freunde sind Menschen, die dich mögen, obwohl sie dich kennen. Kennst du sowas, Phänomen? Mich? Hm. Kennst du mich? Hallo Borkheide, hallo Welt. Da sind wir wieder, wie immer am Montag, der Matze und der Lutze. Weil wir haben heute nichts anderes mehr zu tun. Nicht allzu viel. Wir hatten Männertag gehabt, habt ihr mitgekriegt, ne? War nichts los. Wir grüßen den verregneten Männertag rückwärts. Das war so ein gruseliger Männertag. Das war Couchwetter. Ich habe schon noch nicht, kann mich nicht ansehen, dass ich jemals so einen nassen Männertag gesehen habe. Aber ich habe ja gesagt, die machen das Wetter extra so, damit wir nicht rausgehen. Das wird wohl so gewesen sein. War die Regierung gewesen. Ganz schlimm. Gruß der Woche. Gruß der Woche. Wir grüßen den nicht vorhandenen, guck doch mal, wie das fängt gleich wieder an zu regnen da hinten. Wir grüßen den nicht vorhandenen Sommer im Mai. Vielleicht kommt der ja noch. Mai, oh Mai. Was war denn mit der Feuerwehr? Hat das schon wieder gebrannt? Nein. Ach, ich hab gehört, die haben jetzt die Arbeit übernommen für die Pkw-Dinger. Die bauen jetzt Cabrios. Die designen Cabrios, aber vorneweg werden immer noch die Besitzer entfernt, fachgerecht. Ja. Auch wenn die sich wehren. Da haben die Besitzer dann keine Chance mehr. Na, natürlich war das war wieder Ausbildungswochenende am vergangenen Wochenende, am Samstag. Und das Thema war diesmal Befreiung einer Person nach einem Unfall aus dem Fahrzeug mit den Hilfsmitteln, die der Feuerwehr zur Verfügung stehen. Hier ist zum Beispiel die Seite nicht mehr betretbar und kann nicht aufgemacht werden. Also muss die eingeklemmte Person mit dem Spinboard rückwärts aus dem Fahrzeug gezogen werden. Ob er will oder nicht, ob er sich wehrt oder nicht. Der hat keine Luft mehr gekriegt. Hier sieht man übrigens, wie mal demonstriert wird, wie laut das ist, wenn die von außen arbeiten. Und das wird den Leuten auch erzählt, dass sie sich nicht erschrecken. Ja, dann kommt der Dosenöffner dazu, der Fensteröffner. Und dann geht das so ruckzuck weiter und die ganzen Teile am Fahrzeug werden abmontiert. Da sieht man auch mal, wo man schneiden darf. Man muss auch vorher gucken, wo sind die Gurtstraffersysteme, wo sind die Airbags etc. Das wird dann alles angezeichnet, wo geschnitten werden darf oder eben auch. Wie vor beim nicht. Unfall haben die so viel Zeit zu machen. Ja, und hier dann geht es los, guck mal, und dann hast du Sonnenschein in der Kiste. Und es piekt ein bisschen am Hintern, glaube ich, beim Sitzen von den Glasscheiben. Und auch der Marder hatte sich hier schon schön zurecht gemacht. Mhm, hat schon seine Nahrung dort reingepackt und jetzt ist er weg. Die sind doch überall, aber den haben sie nicht mehr retten können, oder wie? Der war nicht drin. Der war weg. Mhm. Da hat er nur sein Essen hingelegt. Der wollte nachts wiederkommen, aber das ging halt nicht mehr. Na doch, es geht immer noch. Aber hat kein Dach mehr, wenn er hinten rein will, ist kein Dach mehr. Also trainieren immer noch weiter. Wann ist die Prüfung, hast du gesagt? Am 5.6. geht es dann in die Prüfung für den Truppmann 1. Mhm. Ja, und ach, natürlich hier, was ich noch sagen wollte, auch von der Jugendfeuerwehr natürlich. Ihr habt jetzt gesehen, es sind interessante Sachen, die die Jungs und Mädels der Feuerwehr dort machen können und woraufhin sie ausgebildet werden. Und die Jugendfeuerwehr sucht nach wie vor Nachwuchs. Deswegen jeden Dienstag könnt ihr ab 17 Uhr, wenn mich nicht alles täuscht, dort auch mal vorbeigehen. Und wer dort Interesse hat, einfach mal hingehen und gucken. Mhm. Und mit Daniel reden oder Thomas, je nachdem, wer da ist. Habt dann Ansprechpartner vor Ort. Genau, das war der Spielplatz für die Erwachsenen und die Neuerwachsenen. Und dann kommen wir noch zum Spielplatz Eichelherweg. Da haben wir ja schon mal was von gebracht. Da hat man schon mal. Neue Geräte hat man schon mal Fotos gemacht. Aber wie auch bei uns in der Facebook-Gruppe zu lesen war, der ist noch nicht eröffnet. Und das liegt wohl daran, es schrieb das Amt Brück, weil der TÜV ein paar Geräte noch nicht abgenommen hat. Ja, da gibt es noch eine Apparatur, aber zum Freitag. Soll bis auf dieses eine Gerät angeblich. Nee, das nicht. Das ist dann repariert, aber diese Seilrutsche ist noch nicht montiert. Mhm, genau. Die ist wohl noch nicht in den Gänge und deswegen dauert es halt noch ein bisschen. So, dann soll ja angeblich soll es Sachen passieren hier in Borkheide, die so unwahrscheinlich sind, dass man sie sich gar nicht mehr vorstellen kann. Eigentlich hätte gar keiner mehr damit gerechnet, dass es überhaupt nochmal passiert. Also so wie Fliegerheim uns mitgeteilt hat, soll angeblich ab 21.05. um 12 Uhr ozapft sein. Das heißt, die Außengaststätte wird geöffnet. Müssen ja einige Partys nachgeholt werden. Ja, da musst du ja wieder gucken. Du darfst ja nicht wieder mit zigtausend Leute da auftauchen. Nein, natürlich unter den geltenden Bedingungen. Hm. Ich habe das Wort vermieden. Unter den geltenden Bedingungen kann man sich dort einfinden. Ich glaube auch mit Vorreservierung. Das
so mit, wie ich mir das gemerkt habe. Mit Reservierung natürlich. Außengastronomie mit Abstand und Personen aus zwei Haushalten maximal und an einem Tisch. Aber das erfahrt dann alles vor Ort, genau, wie das funktioniert. Da fahren wir vorher durchklingeln. Dann kriegt man, glaube ich, die neuesten Bestimmungen dann untergejubelt. So, da kann ich Freitag leider noch nicht hin. Da arbeite ich noch um 12. Und du ja nicht. Seit wann arbeitest du? Du könntest ja mal die neue Öffnung filmen. Ich guck mal, ob mir, genau, könnte ich eigentlich mal hingehen. Das erste Bier, wenn das erste Bier ins Glas rollt. Oder wie war das? Schon lange her. Läuft, heißt es, läuft. Gut. So, Matze, jetzt kommen wir noch, weil wir gar nicht so viel haben. Zum Wetter-Jingle. Wetter. Ja, Wetter ist scheiße, wie immer. Matze kriegt jetzt nicht hin dieses Jahr mit dem Sommer. Immerhin, der Wetter-Jingle war doch schön, recht? Ja, guck dir mal die beschissene Temperatur an. Wir kommen nicht mal über 20 Grad. Es ist doch nicht mal unter Null. Was willst du denn eigentlich? Sag mal, dieses Gezetere immer hier. Wetter, Wetter, Wetter. Nö, das Gezetere. Ist doch schön, die Sonne schien den ganzen Tag. Sieht nach Regen aus, verdammt. Der Rasen ist gemäht, wieder deiner auch. Hat doch alles geklappt. Und wenn es geregnet hätte, den ganzen Tag hättest du nicht mal Rasen mähen können. Die Temperaturen, die haben einen kleinen Knick am Donnerstag auf 15 Grad Tagestemperatur. Da ist auch zusammen mit Samstag der meiste Regen zu erwarten. Aber hier stehen 2 Liter pro Quadratmeter, was für Brockheide heißt. Nichts. Letzte Woche war es mehr. Nichts. Da hat es ja auch mal geregnet. Ja, da hat es mal geregnet, ja. Aus diesem Männertag-Couch, der war auch Couchtag, der war auch nicht schön. Aber egal. Aber gestern war auch schön, heute war und auch schön. Freitag wird der Tag mit der wenigsten Sonne sein und Richtung Pfingsten geht es dann langsam wieder aufwärts. Was bei dem Wetter auch schön ist, man kann sagen, oh, das ist aber nicht so schön, aber irgendwann geht es wieder aufwärts. Das ist immer schön, wenn man das sagen kann. Was haben wir noch? Ein bisschen Sonnenschein, ja, ein bisschen Regen, aber alles durchwachsen. Eine schöne Arbeitswoche. Da ärgert man sich gar nicht, dass man nicht in der Sonne liegen kann. Ich mache das jetzt hier weg. Jo, Matze, das war's. Wir haben gar nicht so viel. Wir halten uns einfach mal kurz und gucken mal, was da kommt. Ansonsten, wir wünschen euch eine schöne Woche. In 14 Tagen ist Pfingsten, ne? Nee. Wie nee? Jetzt ist Pfingsten, nächstes Wochenende. Ja. Okay, ja, stimmt. Dann ist ja nächste Woche eine kurze Woche. Das ist ja Montag, Pfingstmontag. Machen wir da ein Video, oder? Nö. Aha, Feiertag mache ich. Ja, komm, dann guck mal nochmal. Du kannst ja sowieso nirgendwo hinfahren. Sonst bist du mal weg gewesen zu der Zeit. Ach so, stimmt. Da war ich mal in Magdeburg. Magdeburg. Gut, also für heute, wir werden sehen, was wir machen. Für heute war es das mal wieder. Wie immer hier vor der Kamera am Montag der Matze und der Lutze. Und tschüss. Ach, guck mal, 7 Minuten und ein paar Sekunden haben wir heute geschafft.